Auf geht's. Oh, oh. Da knistert es schon wieder in meinen Ohren. Oh Mann, ey. Ich dachte, da wäre wieder was zum Einsammeln, aber... Es war nur reflektierendes Licht. Was ist denn das hier? Es ist aber nur nass. Das Licht reflektiert. Oh Mann. Wo sind wir denn? Alter. Leck mich fett. Ah, Gänsehaut von unten bis oben. Scheiße, ey. Ei. Das heißt also, lauf, nimm die Beine in die Hand, Jarkon, sobald es Peng macht. Also, jetzt nicht alles verschwinden. Lauf. Oh. Oh. Ha! Mann. Kennt ihr das, wenn man Gänsehaut auf der Kopfhaut hat? The first bodies by the pine trees. A makeshift campfire suggested they tried to warm up. The bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. Their position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further research at the unit's laboratory. I discussed the situation with the rest of the rescue team, and afterwards, they focused on the visual inspection of the tent and areas by the trees, and I entered the forest. Alter, was? Wer schließt denn mich jetzt hier ein, oder was? Kleinen Schweine. Mann, Mann, Mann. Kurz mal mein Handy ausgemacht. Weil irgendwer hat mir da wieder geschrieben. Irgendein Frechdachs. Was ist gerade so ruhig hier? Das ist der Funkturm. Mit dem weiteren Hinweis. Ich frage mich ja echt, welche Richtung wir als erstes hätten eigentlich gehen sollen. Ist das scheißegal? Oder ist das nicht scheißegal? Ich glaube ja eher, wir spielen das Spiel falsch rum. Aber kann man ja vorher nicht wissen, ne? Es wird ja wohl irgendwie so aufgebaut sein, dass man das so oder so spielen kann. Was ist das ja eigentlich für ein Hampelmann? Steht nichts weiter dran. Können wir auch nichts mehr ein... untersuchen oder uns mitnehmen. Hallo? Ich will ja nicht wieder lang. Ich will nicht. Irgendwo hat er mich doch eingeschlossen. Das kleine Schweinchen. Also das, was wir jetzt immer lesen, das muss ja einmal eben sozusagen die Vorgeschichte von einer Studentin sein. Und dann von irgendeinem Reporter oder... Ja, Reporter müsste es, glaube ich, gewesen sein. Der halt die Geschehnisse niederschreibt.
auf der Suche nach den Studenten. Ich habe irgendwie ein bisschen Sorgen. Ist das keine Tür hier? Time does not heal wounds, as I've recently learned. This truth was pounded into me by pain, cruelty and lies. I learned from this. I remembered. It nearly touched the essence of my understanding, becoming the revelation of truth, when they dragged me down the corridor with my shattered bones. When they operated on me to observe the misplacement of my organs, when they put the worst nightmares into my head, when they closed me up, put me together again and revived me over and over to test the limits of my endurance. And when finally, after so many years, they told me my wife was dead. Time does not heal wounds. Der jetzt immer quatscht, ist das derjenige, der hier rumläuft? Mit dem sie die Experimente durchgeführt haben? Wahrscheinlich, ne? Aber warum hören wir das? So, müssen wir jetzt lang. Was ist jetzt unser nächstes Ziel? So, würden wir auch erstmal wieder zurückkommen sonst. Was sind wir denn jetzt hier gerade? Sind jetzt hier schon gut in den 50ern. Da, aber 7. 7 ist ja ganz hier oben, oder nicht? Das ist ja am Arsch. 61, 61 sieht doch gut aus. 61. Hier. Ne, 61, 54, ne? Hier. Ja, dann wären wir dahin. Also wieder weiter rechts. Rum, jetzt weiß ich nur nicht gerade, wo ich bin. Scheiße. Das ist der Turm. Ich hoffe mal da irgendwie lang. Oh Mann. Der Schocker in dem Gebäude da gerade, in dem Bunker, der steckt mir noch in den Knien. Nicht nett. Ich muss hier irgendwie rechts lang. Hier der Abstieg. Oh, da ist die Brücke. Aber da will ich ja nicht lang. Mann! Wo war denn hier der Weg? Hier. Gerade ein anderer Turm noch, den ich gesehen habe, ne? Der eine leuchtet ja gar nicht mehr. Oh Mann. Hier geht's nicht weiter, da müssen wir wohl hier runter. Soll mir ja recht sein.
Klar, kein Problem. Eingefrorener Baumstamm, da kletter ich mal kurz rüber. Ohne auszurutschen. Da wäre auch jetzt noch ein Weg gewesen. Oh Mann. Es gibt hier so viele Wege. Na, hier geht's nicht weiter. Bin ich da jetzt nochmal hoch? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Ich weiß gerade nicht, was das Richtige ist. Wo bin ich denn jetzt wieder? Jetzt habe ich mich irgendwie doch ein bisschen sehr verlaufen. Scheiße. Was ist das für ein Quatsch? Jetzt laufe ich hier im Kreis? Alles umsonst. Ich halte mich ja lieber rechts. So wie es auf der Karte eingezeichnet war. Kann mal die Sonne wieder scheinen. Es wäre bestimmt sehr schön hier, wenn es hier nicht ganz so stürmen würde. Dann würde ich mir die Skier unter die Füße knallen. Und ab die Post. Oder Snowboard, wie auch immer. Ist ja völlig wurscht. Was seid ihr denn mehr? Skifahrer oder Snowboarder? Ich bin ja in meinem Leben erst einmal Snowboard gefahren, noch nie Ski. Meine werte Freundin sagt aber immer, Skifahren ist viel besser, müssen wir unbedingt mal machen. Naja, Snowboard ist schon cooler, glaube ich. Ist aber schon ein paar Jährchen her. Aber vielleicht ergibt sich da ja irgendwann nochmal was. Kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr, dann breche ich mir erstmal alle Beine. Ja, allesamt. Alle drei. Ich bin doch jetzt in der Mitte, oder? Ich glaube, ich bin jetzt doch irgendwie falsch. Weiß ich nicht, in der Mitte, wo da oben das Zelt sein müsste. Warum bin ich denn jetzt doch hier? Hab ich mich verlaufen? Ich hab's euch gesagt. For a very long time, I could not come across any trail. The tracks came and went as if someone was playing with me, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There, I found a bound journal, as if someone left it there on purpose. The journal belonged to the members of the expedition. They wrote down their thoughts and observations. Note, there were also some obscure entries, probably taken down in the dark, concerning the situation they were in. This could shed some new light on the case. I am attaching the journal to this report. We have to control the conduct of the investigation. And at a certain point, stop the information flow. The facts concerning the incident cannot be made public in any way, shape or form. Okay, was für ein Hans-Peter ist das jetzt? Ich steig nicht mehr durch.
geht denn jetzt? Bin ich? Wow, 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 wow. Habt ihr sie noch alle? Ihr spinnt ja total, ihr Bekloppten. Ich dreh doch am Rad, dreh ich doch. Ach, jetzt habe ich das da. Das wollte ich doch gar nicht. Wie bin ich denn da jetzt wieder hingeraten? Naja. Was soll's. Wir machen erstmal einen kleinen Aufnahmestopp und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, Jakon, Uli.